Hallihallo und herzlich willkommen wieder zu einer neuen Folge von Sons of the Forest. Yay. So, wir haben gemerkt, es liegt kein Schnee mehr. Korrekt, der Schnee ist weg. Kaum ist man gefühltes halbe Jahr in der Höhle, ist der Schnee weg. Jo, alles geschmolzen in der Zeit, wo wir in der Höhle waren. Aber wir haben gesagt, dass wir jetzt erstmal wieder nach Hause wollen und ein bisschen bauen wollen, haben wir gesagt, ne? Mal gucken wollen, was ja, wir ein bisschen basteln und bauen. Genau, weil letzte Folge waren wir ja ziemlich fleißig oder Folgen. Ja, ich würde auch sagen. Und man muss sich ein bisschen einteilen. Ja, ich würde auch nicht über die Map rasen und das abklappern. Das ist ja nicht so ein Zweck, denke ich mal. Denke ich auch nicht. Bei manchen Höhlen haben wir ja auch gesehen, man kommt ja auch eigentlich nicht weiter auch. Weißt du, was man irgendwelche Karten braucht oder so. Ja, was? Jetzt wird auf der Map unser Zuhause angezeigt, kann das sein? Das war doch vorher nicht. Doch, wir haben uns doch gesagt, ja okay, wir können uns merken wegen dem Blink-Ding, dass wir da unser Haus haben. Aber da ist nicht unser Zuhause. Wir sind viel weit weg. Das ist das Blink-Ding weiter hinten. Da oben, da am See. Weil da direkt vor uns, das ist ja dieser Jägerstand da, wo wir gebaut haben. Ja, du meinst jetzt das hier, das kann ich ja abbauen. Ja, nichts aber auf abbauen? Der Map, wenn du aufmachst, ist ja relativ vor uns dann noch dieses Haussymbol. Scheiße, wie das ist dieser Jägerstand. Mit C. Nee, ich habe das mal umgestellt und jetzt weiß ich es nicht mehr. Scheiße. Steuerung? Ich hab das mal umgestellt, aber ja, weil normalerweise. Weil mit C hab ich ja Ding gehabt. Ich baue es für dich ab. Ah, ich hab's schon. Ja, das war jetzt kompliziert, weil ich hab's auf Y gemacht, aber Y ist irgendwie speichern oder sowas. Ganz komisch. So. Oh, da ist ein Hase. Alter, sind die schnell! Digga, wieso sollst du die killen? Soll ich veräppeln? Jo, dann. Was mich jetzt aber interessiert ist, weil ich glaube, man hat jetzt noch keinen Bauplan für ein Floß oder so, ne? Wie kommt man da eigentlich bei diesem lilanen Ding hin, das mitten im Meer ist? Den Schwimmen? Stimmt. Wäre eine Option, man kann es wagen, aber ich habe ein bisschen Angst vor Haien, aber... Oder Orcas, aber... Ja, weil im ersten Teil haben wir ja nie einen Hai gesehen, im zweiten Teil ist es aber anders. Das ist eigentlich so krass, weil es gibt ja Haie im ersten Teil, ne? Und nach über 100 Stunden Spielzeit keinen einzigen Hai gesehen. Obwohl wir die am Meer gebaut haben. Am Strand. Am Meer gebaut und dann auch noch im Meer und viel im Meer. Oh, warte, ich mag mal was ausprobieren. Das sind Rehe. Ich habe doch die anderen Pfeile, die 3D gedruckten. Ist es tot? Ich hab's nicht. Achso, nee. Lol, was? Hä? Was die fliegen ganz anders. Nee, ohne Witz jetzt? Boah, aber ich muss sagen, Digga, was? Licht hier. Ja. Richtig mega. Ja, sieht gerade geil aus, Alter, gebe ich recht. Also haben sie doch richtig. Also dieser Wald und diese Lichteffekte, das haben sie richtig gut hinbekommen. Hä? Soll? Oh, hier ist was. Lootern. Du kannst. Ich kann keine Batterien mehr tragen. Ui, weniger. Komm, die paar Batterien. Scheiße, wie kann ich denn jetzt? Naja, ich verschieße alle Pfeile. Ist mir scheißegal. Ich will, dass dieser scheiß Reh stirbt. Zack. Bleib stehen, du. Lol, hier ist Musik. Lol, hier ist Musik. Musik, ich komme zurück. Musik, ich komme zur Musik. Wo ist das Reh? Scheiß auf diese Musik. Da! Nice! Es ist tot. Oh, ich hab Reh, endlich. Sehr schön. Wie viele Schüsse hast du gebraucht? Ich glaube so 50 oder so. Oh ja. Hast du die Pfeile wenigstens wieder? Nee, ich hab ja nicht die Pfeile sammeln können, während ich dem hinterher renne. Oh yeah.
Ach ja. Die Medizin kann ich schon wieder nicht mitnehmen. Ja, ich auch nicht. Oh, das ist am ärgerlichsten, wenn man Medizin nicht mitnehmen kann. Irgendwie schon, ja. Ach, ich speichere mal. Ey! 2 Sekunden im Spiel. Ja, ich speichere lieber mal. Das ist richtig dämlich eigentlich. Hey, das Ding mag ich mitnehmen. Dann friss es einfach. Neue geil, Anleitung im Inventar verfügbar, was? Neue Anleitung? Ja, das ist aufgehoben. Ah, ja, aufgehoben. Nichts? Das ist es ja, keine Ahnung. Schafgabe. Doch, was ist Schafgabe aufgeholt? Was ist Schafgabe? Das ist das da. Was kann ich damit machen? Gesundheitsmischung. Aber wenn ich doch jetzt eigentlich Aloha wäre, hab ich keine Ahnung. Schafgabe? Wo ist denn Schafgabe? Das Weiße und neben Feldblatt. Ich hab nichts neben. Links neben Pfeilblatt. Was weiß es, ja? Nö. Ich hab nur Chicorée. Chicorée rechts daneben. Genau. Links. Und daneben ist dann. Weidenröschen. Hm. Okay. Ja, die ist auch wieder da. Hallöchen. Ich esse mal ein paar Austern. Die bringen gar nichts. Ich weiß nicht, was die für einen Sinn haben. Weil braten kann man es auch nicht. Vielleicht kann man irgendwann mal kochen, keine Ahnung. Verrottetes Fleisch. Scheiße, fallen lassen. Nice. Na, ich habe noch 2 Steakstücke. Naja. Hallo, meine Hübsche. Naja, dann lass uns doch mal. LOL. LOL. Nutzen. LOL. Toll, was hast du dir jetzt gegeben? Ich konnte dir so einen GPS-Pfeilsender geben. Und das hast du jetzt, ja. Ist die jetzt auf der Map markiert oder was? Geh mal von dir weg, weil dein S ist über hier. You make. Stimmt, ja, ich habe es auch. Ich habe sogar Errungenschaft jetzt gerade bekommen. Ja, die habe ich auch bekommen. Lol, ist es die. Ist es doch das der grüne Punkt? Lol. Okay. Lol, die tanzt. Moment, aber dann kann ich. Moment, da kann man GPS-Pilesender? Pistole und Schrotflinte. Kann man die dann ausrüsten und die ballert dann rum oder was? Vielleicht. Das wäre lustig. So lustig, dass jetzt da so grün ist. Markiert einfach mal auf der Map. Alright. Was ziehst du? Warum musst du an? Hey, lauf mir nicht so hinterher. Okay. Oh, ich glaube, es wird Nacht. Gut, dass wir hier sind. Da schlafen wir einfach durch, oder? Let's go, schlafen. Mit der Mucke. Es wird sehr romantisch. Oh yeah. Okay, oh yeah. Ich hab Hunger. Ich mache erstmal ein kleines Feuerchen. Ah ja, danke dir. Ich hoffe, dass es echt kein Claim gibt hier mit der scheiß Musik. Habe ich echt ein Problem. Ich mag das echt. Ja, wobei es hier singen. Meinst du, das ist extra dafür gemacht? Das Game das oder? Ja, manche Spiele haben ja auch dann das Stream-Modus und so. Da bin ich mir unsicher. Ja, aber der ist hier nicht. Ich mach's mal lieber aus, weil wahrscheinlich wäre es jetzt eh schon zu spät, aber. Aber die Musik ist geil, muss ich sagen. Ja, die Musik ist cool, da gebe ich dir recht. Brauchst du auch was zum Futtern? Ja. Ich habe jetzt mal meine Trinkflasche aufgefüllt. Wo denn? Ach, da unten. Da, das war ja wahrscheinlich. Sehr gute Idee. Eine sehr gute Idee. LOL.
Wie doof. Auffüllen mit der Stromrichtung, also dass da ja nichts reinfließt. Ja, bei mir hat es auch Schreck gehalten. Big Brain Move. Komm, ich esse jetzt einfach die Medic. Komm, man weiß ja nie. Achso, ich hätte ja gleich trinken können, wenn ich unten bin. Einmal trinken, nochmal trinken. Rotten. Oh, keine Sau. Oh, ich muss hoch, nicht, dass das Zeug verbrennt. Nein, was machst du? Geh schließen! Ist jetzt die Scheiße. So, war Animation, geh weg, bevor das verbrennt. So, mir geht supi-dupi. Gehen wir weiter, oder? Let's do it. Wie viel von den scheiß gedruckten Pfeilen habe ich jetzt auf eigentlich noch? Auf dem Heimweg können wir mal überlegen, was wir denn als nächstes bauen wollen. Wir wollten eigentlich mal ein bisschen frei bauen jetzt. Ja, auch hier ist ja noch eine Kiste. Habe ich gar nicht gesehen. Achso, die ist schon offen gewesen. Also wir müssen in diese Richtung. Aber ich würde irgendwie gern, dass unser Zuhause auch irgendwie markiert wird. Ich würde da irgendwas hinbauen. Aber ich bin mir nicht sicher. Dieses Haus. Jetzt direkt da oben. Das ist nicht unser Lager. Ja, und warum? Was ist es dann? Haben wir das nicht abgebaut? Der Jägerstand. Nee, der Jägerstand ist ja beim Helikopter. Nee, wir haben es ein bisschen weiter unten gebaut, hätte ich gedacht. Echt? Wir können ja gerne mal hingucken und es abbauen. Ja, weil es uns verwirrt, sonst bringt es nur zu Verwirrung in das Game hier rein. Muss nicht sein. Das muss nicht sein. Deswegen bauen wir es ab. So. Ah, sieht schon schön aus, ja. Ey, waren wir hier schon? Nee, anscheinend nicht. Aha, da ist ein Zettel. Sehr interessant. Aha. Hank, you spent all the time setting up a golf course. Ja, wie weit bist du? So weit bist du gar nicht weit. Was? Ja, Wodkaflaschen kann ich wieder nicht. Ich glaube, ich mache jetzt mal kurz paar. Oh, und das ganze Medizin kann ich wieder nicht mitnehmen. Nochmal. Mann, jetzt mach doch die Scheiße auf. Oh, dankeschön. So. Ja, das ist einfach mal Medizin. Weiß ich nicht. Zack, zack, zack. Golfbälle. So, hey. Jetzt haben wir zwei Wodkaflaschen. Die kann ich wieder mitnehmen. Hallo? Nimm halt die Wodkaflasche auf. Halt nicht. Kann ich noch einmal Botenöffner. Ja. Kann man jetzt Konserven essen? Oh, nice. Das ergäbe Sinn, dass man die nicht essen konnte. Man hätte ja gar keine Möglichkeit gehabt, die zu öffnen. Ja, stimmt. Lol. Ah, mit dem Dosenöffner kann man es jetzt öffnen. Wolfbälle. Ah, nice. Nice, nice, nice. Coole Sache. Sehr nice. Der Dosenöffner. Mann, ja, überall die Medizin. Also Medizin scheitert hier echt nicht. Ja, ja, aber wenn wir es brauchen, fehlt es wieder. Ja, ja, klar, logisch. Auch Seil. Nein, eben. Stachelhalsam. Ich esse die Scheiße gleich. Ich bin so doof. Wo ist mein Kombinieren? Richtig nice. Dosenöffner. Haben wir gefunden. Dann tun wir noch ein paar Mollys machen. Wie viel Stoff haben wir denn? 19. Oh, so viel Seil. Schon. Ja, ich überlege auch, was ich mit dem Seil mache jetzt hier.
Ob ich 1, 2, 3, 4. Weil das Problem ist, Seilen habe ich in Genüge, aber Klebeband ist halt so ein bisschen mager, deswegen will ich nicht die ganze Zeit Knochenrüstung craften. Weißt du, wie ich meine? Lol, das ist ein Finger! Wie eklig. Lol. Komm hier mal her und schau dir die Skulptur an. What the fuck? Warte, ich bin gleich da. Wo? Was? Wo bist du? Ja, komm, da schau dir den mal ein bisschen an. Da sind überall Finger, die da rauskommen. Hä? Ja, das sieht auch echt freundlich aus. Das ist echt ekelhaft. Muss man zugeben, wirklich ekelhaft. Definitiv. Der hat Füße am Kopf. Auch nicht schlecht. Also das Spiel ist schon ekelhaft ein bisschen. Ja. Und mal das ganze Seil und so. Boah, ich wünschte, man könnte Kisten craften in dem Game. Ja. Lagerkisten, vielleicht kann man's. Und wir wissen es nur noch nicht. Ja, Regale, da können wir doch so Medic und so reintun. Aber das müssen wir machen. Unbedingt. Ja, unbedingt. Na gut, dann gehen wir weiter, weil bin ich auch schon wieder durch. So, wo ist jetzt dieser Scheiß-Shelter? Hier unten. Ah, geh mit deinem Speer aus meiner Fresse. Kannst du mal woanders langlaufen? Meine Güte, ehrlich. Moment, wo ist immer? So, da la. Hier ist ein Höhle. Ah. Achso, war man in der Höhle hier? Ich weiß es gar nicht. Ich glaube, da gab es doch, glaube ich, den 3D-Drucker. War das der 3D-Drucker? Ist das sicher? Wohl. Oder gehen wir mal kurz ganz kurz rein. Schauen wir mal, ob das der 3D-Drucker. Weil sonst würde ich es vielleicht doch markieren, den 3D-Drucker. Höhle. Ja. Aber gut, es ist ja markiert, da ist ja, hier blinkt es ja. Aber trotzdem ist es. Man weiß mal nicht genau, welches markiert ist. Bin mir gerade nicht. Wo ist denn die so? Ah, doch, ja. 3D-Drucker. 3D-Drucker. Okay. Ja. Dann. Oh, was war denn hier? Hallo, Vera. Guckst du wieder was oder? Hm? Guckst du gerade? Ja, weil ich jetzt letztens nichts mitnehmen konnte, das würde ich mal verbrauchen. Hier ist die Höhle. Ich würde mal direkt neben der Höhle vielleicht irgendwas bauen. Kann man jetzt eigentlich vielleicht doch Marker bauen? Nee, ne? Wahrscheinlich nicht. Das andere sind ja nur Fackeln, oder? Also das wird ja nicht als Standfeuer. Dann vorher, das werden ja nicht Marker sein, oder? Nee, ich glaube nicht. Hä? Irgendwie keine sind so richtig. 6. Hä? Boah, ich bin gespannt, ob man nach dem Update jetzt die Tore bauen kann. Weil es gab ein Mini-Update, das war nicht groß. Aber ich hoffe, dass die da das Problem gelöst haben. Würde mich wundern. Würde mich eigentlich auch wundern. Hä, es gibt so irgendwie, ist das total unlogisch. Batterie, wo bin ich? Und eine Leiterplatte. Hm.
Nee, Marker gibt es leider nicht. Sehe ich zumindest keine. Nope. Dann würde ich hier einfach so ein Ding hinbauen, oder? So als ein Häuslein, damit wir Bescheid wissen, dass das unser... Ach Gott, wie war das jetzt? Inventory. Ja, das machen wir. Achso, nee, das war gar nicht so. Oh, jetzt... Es ist doch jetzt ein bisschen... Ich brauche ja die Folie, brauche ich. Oh, es hat bei mir nicht geruckelt, dass er die Folie rausgelegt hat. Hä? Wie? Hä? Verdammt, wieder falsche Taste. Kann ich mir gar nicht vorstellen. Und auch als er die Folie aufbaut, da ruckelt es bei mir nicht. Hä? Das ist ja strange. Das läuft flüssig? Das kapiere ich jetzt nicht so ganz. Okay, dann speichere ich mal, wenn ich schon mal aufgestellt habe. Jede Sekunde. Oh, erstmal draufhauen. Jede Sekunde, die gespeichert ist, ist sehr gut. Hab ich noch so Patronen oder wie schaut's aus? Ich hätte sogar noch so ganz schön viel Patronen sogar. Gehört's, ja. So überleg mir gerade. Was hast du dir so? Ach, du hast ja die. Ich habe Pfeile Rüstung. Und ein bisschen Rüstung gemacht. Aber Pfeile hätte ich auch gebrockt, weil die waren gar nicht mehr so bad. Treffen tue ich zwar damit auch nichts, aber. Boah, ich hoffe, dass jetzt kein Einschlag. Hat was diesmal wieder so komisch bei dir? Eigentlich? Nee, ist mir nichts aufgefallen. Schau mal ganz kurz in die Grafik. Nee, das sieht eigentlich alles. Wie das? Ja, ruckeln tut es bei mir auch nicht wie das letzte Mal und so komisch. Ja, gut. Oh, lol, das ist ja wieder alles gespawnt hier. Oh mein Gott. Ja. Also richtig low. Eigentlich richtig dämlich, muss man wirklich zugeben. Ja. Ich ja. Finde ich ein bisschen schade, weil rein hypothetisch gesehen. Ja, kann man eigentlich immer wieder herkommen und dann wieder looten und so, ja. Ja. Nicht optimal. Ich brauch Pfeile. Ich glaube, ich scheiße auf die Rüstung, weil ganz ehrlich, Mutantenrüstung und sowas, das ist ja eh relativ schnell geholt und ist eh stark genug. Boah, ich weiß nicht. Pfeile, Pfeile, Pfeile. Und mir lieber Pfeile. Aber hier kann man Klebeband nochmal holen. Oh, ist das nice. Batterien. Also man hat weiß immer genau, wo Batterien sind. Und Klebeband. Ja. Sehr nice. Weißt du. Jo, da freut er sich, da freut er sich. So, dann komme ich wieder raus. Ein Köcher wäre auch ganz nice, dass man mehr Pfeile mitnehmen kann. Weil die sind also das ganz konnte schnell. Man ja im ersten Teil auch, glaube ich, als Craften eigentlich, ne? Köcher weiß ich nicht. Aber so Taschen für Steine und so, also für mehr transportieren, ja. Okay, aber und wo war jetzt also zu Hause? Mit Tierhaut? Durch hier irgendwo. Ne. Finde ich jetzt lustig, dass wir genau sehen, wo die Frau ist. Die ist echt weit weg. Ne? Holy shit. Es würde mich interessieren, ab welchem Zeitpunkt im Spiel das gut ist, zu wissen, wo die ist. Weil die ist doch eh immer eigentlich bei einem. Naja. Eigentlich schon, ja. Ja, wir sind relativ weit gelatscht.
Die Folge, die glaube ich, da werde ich Schwierigkeiten haben, die zu benennen. Auf YouTube. Ja. Scheiße, wo, ich weiß gar nicht. Da darfst richtig viel Kreativität reinstecken. Waldspaziergang. Ah, toll. Ha! Geil. Hey, da klicken bestimmt Leute drauf. Ja, safe, oh. Sicher. Was? Das ist ein Herr Fleischfresser. Zwei sogar. Haut ab! Oh, fuck! Ey, blöder Kacknudel. Was passiert eigentlich? Ich mag es einfach mal ausprobieren. Scheiß drauf, ganz ehrlich. Ich habe ja... Warte. Ah, ich habe ein Kreuz. Okay, interessiert mich nicht. Ich habe ein Kreuz. Ah, okay, ich glaube... Okay, also gegen die bringt es schon mal nichts. Ja, ah. Ja, da haust die Augen raus. Mit so einer Mutantenrüstung und dann mit dem Kreuz. Irgendwie, das passt nicht zusammen, muss ich sagen. Doch, das passt voll. Guck mal, da ist noch einer. Warte. Ja, Jesus. Oh, scheiße. Aua. Jesus, schützt mich. Wird mich richten. Bleib da, wo du bist. Ah, er hat auch blöd geguckt. Er hat gesagt, hey, was macht denn der da? Scheiß. Also, es hat was gebracht. Liegen bleiben, sag ich. So. Ach, das sind Bären. Kann man die sammeln? Ey, ich kann nicht tragen. Ich kann nichts tragen. Wie er die immer so reinschnipst, ist irgendwie lustig. Ja. Mann, wo müssen wir hin? Oh, Moment, in die Richtung müssen wir. Ja, ich rüste doch mal lieber mein Messerchen aus. Eine Machete. Das ist ein Stein. Es wird wieder windig. Einmal durch den Wald. Da ist ein Reh. Ich überlege gerade. Hole ich mir das Reh? Ich sneak mich an. Ausdauer habe ich auch nicht schlecht. Ich sneak mich an. Oh, und es läuft los. Muss ich auch loslaufen. Oh shit! Boah, die verstecken sich in so Laubhügeln immer, die Akkus. Bin ich wieder wach. Nice! Auf große offene Fläche hier. Eine große offene Fläche ist das neue Bauplatz für uns. Ja, nee, das ist aber alles ein bisschen so schräg alles. Ich glaube, das ist ein bisschen schwer zu bauen, muss ich sagen. Okay. Eine gerade Fläche wäre ganz nice. Ja, das stimmt. Ja, ich weiß, was du meinst. Aber da unten, jetzt wollte ich pingen mit Mausrad. Aber da unten, da wo der kleine Teich ist, da wäre es wiederum geil eigentlich. Meinst du? Da wo ich jetzt hingehe, also so hier in dem Bereich. Bei Holz müsste man sowieso fällen und dann könnte man dort die Bäume dann ein bisschen wegfällen. Und dann hättest du direkt hier so ein See. Das wäre schon cool. Ich sag mal, es spricht ja nichts dagegen, wenn man zwei Lager hat. Also. Weißt du, hier so in dem Bereich. Stimmt. Und dann hier so die Bäume nach hinten wegfällt. Hier ist alles eben und dann hätte man direkt noch ein... See oder also, so ein Teich oder so ein Tümpel. Ja, also man könnte ja auch so ein Mini-Lager bauen, oder? Also so ein Häuschen selbst gebaut mit zwei Betten drin. Ja, eine Palisade außenrum, eine Mini-Palisade und. Ja. Merken wir uns das mal, wo ist immer? Kurz, also genau an der Spitze von diesem Dings da. Wo haben wir gebaut? Ich weiß es ehrlich gesagt gerade gar nicht. Das war dieses, glaube ich, dieser, wo die zwei Wege zusammengehen, ne? Wo es blinkt, links irgendwo davon. Da, ja. Ja, aber hier ist eigentlich ganz schick, ja. Das ist echt kann man merken. Ist eingespeichert. Muss ich eigentlich auf die andere Seite? Nee, doch. Also einfach gerade drüber. Jo.
Geh mal auf die Mini-Insel. Ach, hier sind wir drüber gelaufen, ne? Deswegen. Ja. Also während dem Schwimmen verliert man die Ausdauer. Was ist das eigentlich? Geht man unter, wenn die Ausdauer leer ist? Könnte ich mir schon vorstellen. Weil dann kommt man doch nicht beim Meer da raus irgendwie, oder? Oder man schwimmt einfach langsamer. Aha, hab ich's auch gewusst. Was denn? Und da ist eine Konserve. Verdammt. Dann esse ich mal eine Konserve. Dann kann ich die auch wieder mitnehmen. Waren wir hier? Ist da und so? Lol. Katz. Katz. Om nom 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 nom. Geil. Ja, ich sehe unsere Häuschen. Weil. Die Animation ist ganz geil. Nice. Okay. Stoff. Oh yeah, Stoff collected. Du kannst nicht mehr tragen. Ich darf noch irgendwas mitnehmen. Nö. Ihr Rehe, ihr steht so dermaßen vor unserer Base. Ihr wolltet direkt sterben. Ich sehe das richtig. Sind das für Shit hier an der Oberfläche? Nein, hast du Enten. Lol, das sind Enten. Lol, Enten. Hallöchen. Du bleibst stehen. So, ist mit Arm wieder schön sauber. Bleib stehen, Reh! Ach, Rehe gehen mir in dem Spiel ein bisschen auf den Keks, muss ich zugeben. Die waren mir im anderen Teil irgendwie lieber. Die waren ein bisschen einfacher, glaube ich, ja. Jawoll! Hab dich. Ah, man muss ein bisschen Fang spielen mit dir. Das ist jetzt Rehe zu jagen, ist jetzt leichter gefühlt mit einer Machete als mit Pfeil und Bogen. Außer du hast irgendwann mal so One-Shot-Dinger. Hört sich realistisch an. Also man hat ja auch Armbrustbolzen, also eigentlich. So Armbrust oder so. Gut, ich könnte es mir auch mit den Kohlefaserpfeilen, könnte ich mir auch vorstellen, die zu treffen. Aber das Ding ist, dass jede Pfeile irgendwie anders schießen, weil die 3D gedruckten Pfeile, die gehen auch ganz anders und du musst komplett woanders hinzielen. Weil. Okay, aber ist ja jetzt nicht verkehrt, Alter. Nee. Das Lauf kommen wir ja gar nicht hinterher. Weil die natürlich nicht so droppen. Das Lager ist ja noch gar nicht voll, Kelvin. Ich bin etwas enttäuscht. Ich bin auch enttäuscht, dass ich keinen Tor bauen kann. Geht's immer noch nicht? Oder hast du es gerade probiert? Ich bin gerade dabei, es zu probieren, ja. Oh Mann. Sehr schade. Ja. Wo ist denn Kelvin eigentlich? Ich hab gesagt, das soll Pause machen. Keine Ahnung, wo das ist. Der wird schon wieder kommen. Wieso steckt hier eigentlich ein Kopf drauf? Der Kelvin, der ist noch hinten bei der Höhle, sehe ich gerade. Was soll denn das? Ganz schön frech. Finde ich. Oh, unser Fleisch wird langsam hier. Wie viel hast du denn gesammelt? Ja, ich kann was drauf tun. Einen Moment. Ah, warte, ich kann da was drauf tun, glaube ich. Ich mach da was drauf. So. Ich glaube, ich habe das Fleisch gerade vergessen bei dem Reh, was ich gekillt habe. Weil du die nicht mal automatisch aufsammeln, sondern du musst sie noch manuell dann nochmal aufsammeln. Ich glaube, ich habe das gerade vergessen. Ich bin mir nicht sicher. Okay. So, wie geht das denn? Also ich muss I drücken. Und das auswählen. Und dann so. So. Ah. So. Ja, das mit den Stöckchen ist, glaube ich, keine schlechte Idee. So.
So. So. So. So. Aber macht er das jetzt richtig, wenn ich... So. Scheiße. So. Okay. So. Stecker habe ich denn? Hey, wie viel Stecker habe ich denn? Was ist das für eine Scheiße? Irgendwann müssen doch die Stecker alle werden. Hä, das ist doch gerade ein Bug, ey. Habe ich unendlich viele Stecker? Mich gerade voll gedisst. Ah, das war der letzte. Okay. Ja, bevor du die ganzen Stöcke da, ich glaube, es wird ein bisschen schwierig, die so zu platzieren. Aua. Aua. Wie das selber reinklatscht, ich Vollidiot. Also brauche ich ein Messer, oder? Oder wie funktioniert denn das? Die Axt. Ach, die Axt, ja, stimmt. Oh Gott, hä? Wie macht man das? Das ist ja gar nicht. Das ist dämlich. Hä? Das ist so dumm. Man kann die Dinger gar nicht vor die Mauer bauen. Es geht vom Winkel her gar nicht. Kann ich das irgendwie drehen? Puh. Ach je. Eieiei. So ist das. Richtig dämlich. Oh Mann. Ja, okay. Och Mann, Alter. Das ist irgendwie nicht ausgeklügelt, weil das ist doch klar, dass man das gegen die Wand stellt eigentlich. Und wenn man aber hinter dem Stock stehen muss, also muss man erst die Stöcke bauen und dann die Mauer dahinter, oder was? Dämlich. Oh, und das machst du ja wirklich. Was? Du baust ja die Mauer wirklich weg. Ja, ich tue sie halt ganz kurz. Ja. Ne? Wie nehme ich denn mal diesen scheiß Baumstamm jetzt auf? Ja, aber es ist halt echt nicht. Ja, ist jetzt nicht so geil, da gebe ich dir sogar recht. Ich finde ich jetzt auch nicht so cool, aber es hilft halt nichts gerade, ne? Also. Und ich weiß, dass das ultra viel Arbeit ist jetzt. Das ist richtig dämlich eigentlich. Fuck off. Komm. Oh, ist das doof. Die Dinger gehen sau schnell weg. Wo ist jetzt mein Stock hin? Du läufst einmal gegen diesen scheiß Stock und dann fliegt der weg. Das ist richtig räudig. Hä? Krieg die Mauer da nicht mal rein. Die Lücke. Bist du? Hallo? Hallo, ich möchte hier reinstecken. Alter. Nein. Doch nicht so geil, das Bausystem. Mal schauen. Hallo. Kannst du die Mauer da wieder reinstecken? Ich habe meine wieder drin, ja. Gut, dann stelle ich das da hin, dann darfst du das machen, weil ich krieg's nicht hin. Es ist ja eigentlich alles rot. Nein. Dann kann man es natürlich auch machen. Alter, das ist mega mühselig, ey. Ich sag's dir. Ich sag's dir, das ist kein Spaß. Nee, also nee, das tue ich mir jetzt echt nicht an, muss ich sagen. Dann. Ah,
Dark Kelvin. Bisschen blutig bist du, aber... Let's do it. Dann dich noch. Nein! Ich. Oh. Bei mir ist es in der Lücke einfach rot. Ich kann diesen scheiß Stempel da nicht hinbauen. Ja, das ist sehr viel rot. What the fuck? Ne? Also, überall ist rot. Ich kann teilweise auch nicht so richtig den Stempel. Also einfach umdrehen und mal schnell auf die Seite stellen geht auch nicht. Ich muss mich auch erst mal 10 Minuten gefühlt bewegen. Ja. Bis ich die Scheiße irgendwo platzieren kann. Das ist eine ganz schöne Arbeit, muss ich zugeben. Das ist ja... weiß ja nicht so. Boah, muss ich das hier alles nochmal neu bauen jetzt, oder? Scheint so. Hallo, es kann ich nicht mal hier verbinden. Hallo, weg. Warte mal, mal kurz reingehen. So. Du gehst jetzt hoffentlich da rein. Dann muss ich das da... Natürlich jetzt nicht perfekt, aber scheiß drauf. Boah, nee, das wird mich, glaube ich, ab. Nee, das fuckt mich ab. Kann ich nachvollziehen. Es ist super lästig. Nein, baust nicht dahin, nein. Ich muss die ganze Mauer nochmal abreißen. Das gibt's nicht. Hilft nichts. Was du da noch? Oh Mann. Nee, also am Bausystem dürfen so ein bisschen arbeiten. Die Idee war nicht schlecht. Gefällt mir die Idee. Ja, habe ich da jetzt dazwischen jetzt kaputt gemacht oder hat es da gefehlt? Echt jetzt? Ja gut, scheiß drauf. Nee, jetzt erkennt er das wieder nicht. Willst du mich verpöllen? Nee, du befällst mir nicht. Bist du gerade schief geworden? Junge, 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 Junge. Oh, das ist wieder dieses perfekte Kameraplatzieren, ey. Ich krieg die Krise. Oh, wie ich sowas hasse, ey. Dieses absolut... Ich muss diesen genauen Winkel finden. Alter, Digga, ist das jetzt ein Witz? Oh, da sind jetzt gerade viele Vögel drüber. Wir wollten nicht. Nein! Da ist es. Hab's. Hey, hier ist ja voll die Lücke. Hier muss noch ein Stückchen rein. Wo? Aua. Wo denn? Genau hier. Ja, das ist mir aufgefallen. Ich habe überlegt, ob ich dagegen gelaufen bin und der weggeflogen ist, der Stock. Weil wenn du dagegen läufst, ist der sau schnell weg. Ne? Ach so. Ja, das ist natürlich dämlich, wenn dann die Viecher dagegen laufen und die dann... Ja, bei den Spitzdingern nicht. Ich rede von normalen Stöckern. Und wenn ich die da hingeplatziert habe und dann instant weg ist, weißt du, wie ich meine? Das meine ich. Also das ist jetzt... Den Stöckel kann ich ja da reintun. Das ist ja nicht das Problem. Oh, und bei manchen Baumstämmen kann man die Spitze wieder nicht machen. Alter, ich glaube, ich habe gerade jetzt schon 2 Rüstung verloren, weil ich ganz gegen meine eigenen Fallen laufe. Scheiße. Sehr gut. Aber da macht es ja eigentlich gut Damage, ne? Wenn du mal überlegst. Wenn ich zwei Rüstungsteile verloren habe. Na, da geht's ja. Gehst auch schon. Ach so, sind die Spitzen dann weg, oder was?
Ja. Lol, die wachsen einfach nach, oder was? Lol, what the fuck. Ja, das ist dann auf einmal ein normaler Baumstamm wieder, ja. Interessant. Gut zu wissen. Und bei manchen kommt die Spitze nicht zurück. Kako. Kakomat. Das ist das gleiche Problem wie du. Ich krieg da. Geht nicht. Geht nicht. Grad, das zeigt einfach rot an. Da stand schon 10-mal ein Baumstamm, aber nö. Jetzt zeigt er rot an. Ist das. Willst du mich verarschen oder was? Willst du mich veräppeln? Und was ist das für eine Scheiße? Hallo, jetzt? Ja, und die zwei Baumstämme kamen nicht anspitzen. Genau, da können sie dann drüber klettern wahrscheinlich. Natürlich. Alter, mich nervt das gerade richtig, dass das da rot ist. Wieso bist du da rot? Wieso bist du hier rot überhaupt? So mitten im Feld? Digga, warum ist das so oft so gesperrt? Ich kapiere das nicht. Oh. Ja. Mrs. Zack. Och, Gott sei Dank. Habe ich es zubekommen. Oh Mann, ey. Und ich muss die Folge beenden. Boah, es ist irgendwie schnell dunkel geworden gerade. Es war doch gerade noch ein bisschen hell wenigstens. Machen wir noch Spitzen rein, yeah. Dann schlafen wir schnell. Uranabwehren. Da war's. Da war's. Hab dich genau gesehen. Blöde Wichser. Jetzt geh. Komm schon. Komm also, schon. Aber die Leuchten, die wir haben, die haben ganz schön viel Power, muss ich sagen. Oh ja, wenn die. Ja, lol, du hast recht. Holy shit. die brennen hier ganz schön. Na gut, dann schlafen wir schnell. Lol, Alter, du siehst ganz komisch aus im Dunkeln, weil du überleuchtest durch diese Rüstung. Na gut. So, dann speichere ich mal, auch wenn's. Ach so. Yes. Okay, dann schlafen wir und ich beende gleich die Folge, weil wir sind schon wieder 47 Minuten, ne? Seit der krass eigentlich nichts gemacht. Aber. Typisch Forest. Ja, typisch Forest. Und damit verabschiede ich mich und sage danke fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge.